So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die SCD-AFK Leipzig vor 6.712 Zuschauern. Endstand 28:31, zur Halbzeit 12:17. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste. 5 Tore Christoph Steinert, 5 Tore Philipp Weber, 4 Tore Lukas Binder, 5 Tore Benjamin Meschke. Auf Seiten des SC Magdeburg erfolgreichster Werfer Yves Grafenhorst mit 7 Toren sowie Nemanja Selenovic mit 7 Toren, Robert Weber mit 6 Treffern. Soweit diese kurzen statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Christian Prokop und bitten um sein Statement zu dieser Partie. Ja, schönen guten Abend. Sicherlich kann man nicht davon ausgehen, dass man in Magdeburg 2 Punkte holt, aufgrund dessen, dass wir die jüngste Mannschaft in dieser Liga sind, aufgrund dessen, dass uns sicherlich auch viel Revanchegelüste entgegenkommen würden. Und dementsprechend war unsere Marschroute sehr diszipliniert, sehr viel übers Team zu kommen, disziplinierte Angriffe auszuspielen, eine intelligente Verteidigung zu spielen. Gut, jetzt nach so einem Sieg kann ich alles loben. Das möchte ich jetzt nicht groß. Ich möchte sagen, dass wir gerade mit Jens Wortmann heute einen hervorragenden Rückhalt hatten. Wir haben aber auch eine fantastische, bewegliche Abwehrarbeit geliefert, die ihm viele Bälle geben konnte, wo wir unsere Kraft, unsere Sicherheit rausziehen konnten. Wir haben das Spiel nach einer sehr zerrütteten Anfangsphase in den Griff bekommen und dementsprechend für die GTEC Arena für uns ganz wichtig, mit 3-4 Toren hier wegzuziehen. Auch in der Schlussphase Magdeburg nicht näher auf, glaube ich, 3 Tore herankommen zu lassen. Wir kennen das und gerade die Ex-Youngsters kennen das natürlich, was hier auch passiert, wenn das spitz auf Knopf steht. Von daher war ich glücklich, dass wir mit einer sehr souveränen Leistung hier, in meinen Augen eine Sensation aus unserer Sicht erreicht haben. Danke, Christian. Bennett, wie sind deine Einschätzungen zu diesem Spiel? Erstmal herzliche Glückwünsche nach Leipzig. Zu dir, Christian, herzlichen Glückwunsch zu dem verdienten Sieg. Ich glaube, ich muss kein Hehl draus machen, dass ich natürlich, beziehungsweise wir, sehr, sehr, sehr enttäuscht sind aufgrund unseres Auftrittes heute. Ich kann mich dafür nur bei jedem Einzelnen, der hier in der Halle war, entschuldigen. Ich habe gerade deutliche Worte in der Kabine gefunden. Trotzdem ruhige Worte, da ich gemerkt habe, wie bedrückt mein Team ist. Das wird jetzt eine Mammutaufgabe, sie dort wieder rauszuholen oder wir uns gemeinsam wieder rausholen. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen oder der das Spiel gesehen hat heute, dass wir viele, viele Baustelle hatten, die es halt zu lösen geht. Ich glaube, wir sind eigentlich relativ gut in dieses Spiel gekommen. Bis zur 10., zwischen 10. und 15. Minute ist wenig passiert gewesen. Wir verteidigen einigermaßen, lassen aber auch da schon klarste Chancen aus und lassen uns den einfach verunsichern in dem Gefühl, dass ich das Gefühl habe, sie wollen dort schon mit 4-5 Toren führen und sind damit unzufrieden, dass es nur knapp steht oder wir mit einem bzw. 2 Tore hinten liegen. Verlieren dann vor der Halbzeit den Faden. Gehen mit einer ganz schlechten Ausgangssituation in die Halbzeit, nehmen uns viel vor in der Halbzeit, sagen, wir haben noch 30 Minuten, wir haben Zeit, das auch noch in unsere Richtung zu lösen. Aber es gelingt uns auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich. Wir schaffen es nicht, diesen Nadelstich zu setzen, vielleicht mal Druck zu machen, auf 2 Tore ranzukommen, um wieder die Halle etwas zurückzugewinnen, um vielleicht noch mehr Druck auf Leipzig zu machen, über das Publikum, über uns. Diese 3 Tore standen konstant. Leipzig hat immer noch mal einen draufgesetzt, dann waren es wieder 4, dann waren es wieder 5. Dementsprechend geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Und wir haben jetzt jede Menge Baustellen mehr, die es zu lösen gilt. Da sind wir als Trainerteam, beziehungsweise ich als Trainer, gefordert. Ich habe den Jungs gerade gesagt, das tut jetzt weh und das soll auch morgen noch wehtun und übermorgen noch wehtun. Wir müssen aber weitermachen. Ja, das ist keine Floskel. Wir können uns nicht eingraben. Wir müssen weitermachen. Wir müssen vor allen Dingen weiter an unseren Schwächen arbeiten, wo jede Menge heute zu sehen war. Vielen Dank. Danke, Bennett. Wir haben den Geschäftsführer aus Leipzig hier am Tisch.
kurz vielleicht doch ein Statement vom Carsten Günther. Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich kann nur einen Hut ziehen vor Mannschaft und Trainerteam, die heute hier draußen eine Wahnsinnsleistung abgeliefert haben gegen haushohen Favoriten. Kann mich nur ganz herzlich bedanken bei unseren Fans, die hier die ganze Zeit mit Vollgas gegeben haben und uns entsprechend unterstützt haben. Das ist ein Sieg, der für uns ganz wichtig, weil es zwei Punkte wieder sind, die uns dem großen Ziel Klassenerhalt ein Stück näher bringen. Gab sehr viel Bewegung jetzt auf dem Transfermarkt, vor allen Dingen die Mannschaften im Tabellenkeller haben nochmal ordentlich nachgelegt. Deswegen sind die zwei Punkte heute ganz, ganz wichtig. Und jetzt wird es darauf ankommen, dass wir nach so einem Sieg nicht abheben, sondern dass wir einfach weiter bodenständig und jeden Tag hart arbeiten, mit so viel Freude auch an die Arbeit gehen, wie wir das heute gezeigt haben. Das macht einen Höllenspaß. Das war heute eine grandiose Leistung und bin wahnsinnig glücklich. Dankeschön. Danke, Carsten Günther. Ja, Steffen, was hast du noch zu ergänzen seitens des SC Magdeburg? Ja, erstmal von meiner Seite auch nochmal Glückwunsch an Leipzig zum verdienten Sieg letztendlich. Ja, Benno hat alles eigentlich schon soweit gesagt. Wir sind maßlos enttäuscht. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Das konnten wir, glaube ich, nur in den ersten 10 Minuten umsetzen. Ja, wir müssen jetzt weiter hart arbeiten, das ist vollkommen klar. Es gab jetzt in den letzten Wochen viele Veränderungen und jetzt ist die Mannschaft in der Pflicht, ich sag mal, noch enger zusammenzurücken, zu zeigen, dass sie eine Mannschaft sind und das kann man sich halt nur im täglichen Training erarbeiten. Danke. Danke, Steffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Bitte mit Mikrofon. Das war alles andere als einfach. Also er kommt hier in eine Wahnsinnshalle, sensationelle Atmosphäre, auch viele Sachen, die wir uns da im Umfeld durchaus noch abgucken können und verbessern können. Wir hatten eine ziemlich holprige Vorbereitung jetzt auf die Rückrundenspiele. Wir hatten einige Verletzungsausfälle und neue Spieler zu integrieren und wussten vor dem Spiel nicht so richtig, wo wir stehen. Umso mehr hat es mich beeindruckt, wie die Mannschaft heute hier als Kollektiv aufgetreten ist, mit welchem Selbstbewusstsein sie auch an den Start gegangen ist und wie sie hier das Spiel über 60 Minuten lang mit ganz viel Spielfreude und mit wahnsinnigem Kampfgeist gestaltet hat. Das war eins der schwersten Spiele auf alle Fälle, aber das haben wir halt auch diesmal sehr gut gelöst. Danke, weitere Fragen? Rudi, bitte mit Mikrofon, weil wir ja überall verfolgt werden. Benno, inwieweit glaubst du, dass die EM und die Abordnung von bei euch 4 Spielern, Leipzig hatte, wenn ich nicht irre, keinen, das beeinträchtigt hat, die Vorbereitung? Er hat auch von einem holprigen Start oder Vorbereitung gesprochen. Wie sieht es bei euch aus? Ist das eine Entschuldigung? Es gibt keine Entschuldigung für heute. Es gibt keine Ausreden, keine Entschuldigung. Was soll ich jetzt sagen nach einer Niederlage gegen Leipzig? Ich möchte da keine Ausreden suchen oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach versuchen, meine Mannschaft zu schützen. Das heißt, ich nehme ganz, ganz viel auf mich. Stehe davor und sage, ich hätte da was verändern müssen dann in dem Fall vielleicht. Da gibt es keine Ausreden für irgendwas. Deswegen auch möchte ich auch Druck einfach von Finn nehmen. Ich habe einfach das Gefühl, dass jeder gedacht hat, jetzt, das ist der neue Heilsbringer. Das ist ein junger Spieler, der sich noch entwickeln wird und entwickeln kann. Der braucht da einfach Zeit. Ich glaube, wir dürfen da jetzt keine Wunderdinge von ihm erwarten, nur weil er Europameister geworden ist. Er wird uns helfen, davon bin ich überzeugt. Auch wenn man das heute vielleicht noch nicht in dem Maßen sehen konnte. Also gibt es auch, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantworten konnte. Für mich gibt es da keine Ausreden oder sonst irgendwas. Wir wollten das in den Sachen lösen, die wir uns gearbeitet haben und das ist uns heute nicht gelungen. Danke. Weitere Fragen? Ja, bitte. Frage an Christian Prokop. Man sagt, ein guter Trainer findet immer noch Dinge, die verbessert werden müssen. Guter Trainer, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber was fällt dir überhaupt jetzt was ein, was noch verbessert werden sollte? Nee, dann bin ich heute kein guter Trainer. nein, mich freut es nochmal, wie Carsten das auch schon treffend formuliert hat, diese,
diese Umsetzung. Ja. Man kann sich im Plan erarbeiten, das ist das eine, die Umsetzung die andere, vor allen Dingen vor so einer Kulisse als Mannschaft, wo 80% dieser Spieler noch nie in der Getik Arena aufgelaufen sind. Und das andere ist natürlich auch, dass der jüngste Erfolg in der Handballgeschichte uns auch irgendwo ein Zeichen gegeben hat, was nämlich mit Teamfähigkeit da möglich ist, wenn man Underdog ist. Und heute waren wir das klar von der Rollenverteilung, sind das auch häufig in der Bundesliga. Und das macht einen natürlich sehr stolz. Weitere Fragen? Bitte Mikrofon verwenden, weil wir haben auch unsere verschiedenen... Uwe Dornbeck. Herr Prokop, was haben Sie Ihren Spielern in der ersten Halbzeit gesagt? Ich erinnere mich an eine Auszeit, wo Sie in Unterzahl waren und dann kamen Ihre Spieler wieder. Und anscheinend haben Sie alles umgesetzt. Und ja, dann hatten Sie irgendwie einen Lauf, aus meinen Augen. Ja, waren ja mehrere Auszeiten, da kann ich mich jetzt nicht mehr genau dran entsinnen. Aber... grundsätzlich hatten wir schon unsere Angriffspunkte gegen die SCM-Deckung. Nochmal, gerade die Dinge, die heute auch Benjamin Meschke als Ex-Magdeburger hier umgesetzt hat am Kreis, waren beeindruckend. Dadurch musste teilweise auch die SCM-Abwehr mal kompakter, mal defensiver stehen, sodass auch Ives Jorge oder Sergej Zedig mal Überraschungswürfe anbringen konnten. Es war halt eine Summe aus einer starken Teamleistung. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich für die Stimmen der Trainer, wünsche den Leipzigern angenehme Heimreise, gute Restsaison und ich hoffe, Benno, dass bis zum Sonntag dann alles wieder auf die richtige Bahnen gelenkt wird. Wir sehen es dann wieder am Sonntag. Europapokal steht auf dem Programm gegen Aalborg um 17 Uhr Anwurf hier in der GTEC Arena. Danke ich recht herzlich, schönen Abend, Wiedersehen.